So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Und wir sind immer noch 1968. Allerdings habe ich jetzt gerade nicht gesehen, wo, aber Ruf. das ist auf jeden Fall unsere Hier der Einsatzzentrale, wie Chef. das aussieht. Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Irgendwie wird man so ein bisschen in die Story Alles verloren. reingeworfen, wie ich Und jetzt finde. entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Das ist nicht unser Hauptquartier, wie es scheint. Wo sind Brewsters Also man wird hier Vorräte? sehr reingeworfen und wenig Feigling. Ding, also. Gut, jetzt machen wir das mit, okay, der Typ hält so eine schwebende Lampe, auch nicht schlecht. Also ein bisschen buggy darf es ja von mir aus sein, aber es soll einfach nur sauber laufen. Ah, und wir können wieder pfeifen. Das ist jetzt neu und Attacke. Nicht Attacke, Es ist Zeit Attentat. für die Ablenkung. Und siehst du eher die Schleichtante, muss man ganz. Wow, ja, genau. Also sie ist eher so die Schleichtante. Oh fuck, ich hätte gedacht, er hätte es. Okay, ist dabei aber gar nicht mal so schlecht. Ach halt, warte mal, da war irgendwas was zum Öffnen. Ah, die ist wahrscheinlich hier drin. Da muss ich dann mich hier hängen lassen, oder? Komm. Mit LB betreten. Oh, nein, geh doch mal runter. LB. Geh doch da mal rein. Ah, okay. So, jetzt öffnen wir mal die Kiste. Es gibt zum Glück keine Kisten mehr, wo man irgendwas bezahlen muss oder was freischalten muss, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen, das ist schon mal ganz nice. Hallo Jungs. Und ich finde, die sind durch diesen Stock und so sind die echt gut dabei. Und teilweise auch brutal, aber echt gut dabei. Okay, das sind irgendwelche Blindpassagiere. Ja, komm, lass mich durchbrechen und zack. Einfach mal schön in die Fresse hauen. Okay, das hat sie gerade noch geschafft. Öffnen wir mal die Kiste. So. Wow. Alter, das war jetzt eine komische Perspektive. Oder ein komischer Wechsel. So. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Lösen. Ah, okay. So, komm schon, abkoppeln. Und dann. Ah, okay, wieder ein kleines Minispiel. Was auch irgendwie so gar keinen Sinn ergibt. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Okay, war es das jetzt schon? Also, das war jetzt so. Wie heißt denn. Wie heißen die nochmal? Ich weiß, ich will mich jetzt nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber egal. So. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie die Schleichtante ist und er. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Okay. Nicht ein Problem. Hol einfach die Ladung. Ganz schön viel los. Okay. Pfeifen wir nach oben, ne? Ah, sehr schön. Hat geklappt. Der Typ ist irritiert und dann machen wir gleich mal ein Attentat auf den. Also das ist jetzt so neu, dass man halt auch Schleichmechanik. Allerdings wirkte es am Anfang sehr,
als ob sie versuchen. Als ob sie versuchen, dass die Frau halt irgendwie so mit reinzuquetschen, ohne dass sie eigentlich Platz hätte. Aber ich glaube, sie haben es relativ gut umgesetzt. Also. Okay. Was will die denn hier? Das war nicht so gut. Ich hätte gedacht, den kann ich so. Wow. Alter, wenn der dir einmal eine reinhaut, ey. Meine Fresse. Ja, schrei halt noch lauter rum, dass sich auch jeder hört. Achso, ich drücke immer falsch fürs Adlerauge. Ich drücke immer noch Y. Weil ich das noch von früher so kenne. Von den alten, guten Assassin's Creed-Teilen. Ah, sie macht sie nicht. Haha. Aber das gibt's immer noch. Nur, dass sie mittlerweile ein bisschen sehr anders aussehen. So, und jetzt synchronisiere dich mal. Oder sie macht's auch alleine. Noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Von welchem Gerät reden wir? Genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Okay. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Okay, also, was kann ich da machen? Ah, versteckte Objekte, okay. Gibt's hier noch mehr? Ah, okay, sie hat so eine Art Radius, wo sie rumguckt. Ah, wie kommt denn da jetzt schon wieder einer hin? Den habe ich doch gerade eben getötet. Ah, nee, der ist von hierher dahin gelaufen, okay. Ah, okay, das geht jetzt erst, das ist jetzt so neu. Alter, ey, jetzt... Komm her. Ist da noch einer? Nee, ich glaube nicht. Scheiße, jetzt sind da ganz viele... Oh, Mann. Mal gucken, ob ich mich so verstecken kann, ohne weiteres. Sie ist auch relativ effektiv, muss man sagen. Okay, da kommt jetzt gleich der nächste dazu. Ich glaube, das war nicht Sinn der Übung. Wow, schnell! Ah, verdammt, ich wollte dem gleich noch eine reinhauen. So, dann gehen wir hier mal wieder hoch. Ah, okay. Na toll, na toll. Weil er ist ja auch nicht... Wow. Unwahrscheinlich warst du noch nie bei Mr. Boah, Alter, Alter. Das wird jetzt ein bisschen viel. Ja, komm schon. Jetzt erreicht's mal. Töte den doch endlich mal. Der Typ, der greift dich die ganze Zeit an, ey.
Ja, jetzt wird's etwas kritisch. Jetzt wird's etwas kritisch. Jetzt geh doch weg! Renn doch weg, du! So. Können die echt so weit klettern? Das bezweifle ich irgendwie. So, komm schon um die Ecke. Ah, verdammt. Ich hätte gedacht, da kann ich unten durchklettern. Ich muss aus diesem Radius raus. Schaffe ich das irgendwann mal? Ja, komm, renn ein bisschen. So, jetzt aber. Das Ding ist, ich habe ja fast kein Leben mehr. Okay, kann ich mir irgendwie was... Habe ich Nahrung? Nicht Nahrung, irgendwas so? Nee. Okay, ich lade mich langsam wieder auf. Auch nur ganz langsam. Okay. Also es ist schon krass, was die hier gebaut haben. So ein riesen... Wie nennt man das Teil denn? Das ist so halt so eine Drehscheibe für... Okay, ja, dann ist es mir egal. Ach, hier ist auch noch einer. Auch sehr schön. Was machst du da? Kleiner Spanner. Was war das? Na, aber komm mal her. Dann siehst du gleich, was das war. Okay, dann hätte die hätte ich auch. Ist da jemand? Nee. Da ist einer. Da sind auch welche, aber da sind keine. Bin fast da. Okay, drei Leute habe ich jetzt mit Fässern getötet. Schaffe ich noch mehr? Ich kann hier echt einmal rumlaufen, ey. Ja, ich weiß, hier ist das Gebiet zu Ende. Oh. Ah. Okay, sie haben es nur noch nicht ganz geblickt. Glück gehabt. Ah, da kann ich noch was hinwerfen. Ah, komm. Lass dich los, lass los. So, lass los. Ah, Mann. Also das ist echt ein bisschen doof. Das haben sie in den alten Assassin's Creed Spielen echt besser hinbekommen. Ich bin nicht nah genug dran. Scheiße. Yes, geschafft. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Gucken uns mal hier ein bisschen um. Du hast nur Bruce das Laboratorium. Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Haltet sie!
Also, das Labor müsste ja hier um. Ne, es ist eine Etage höher, okay. Halt, da ist irgend. Ist ungewohnt, dass man da so Würfel sieht, anstatt. Normal, also anstatt so Truhen. Und das ist ein bisschen doof, dass man das da nur sieht, was man gekriegt hat, weil nämlich, wenn man dann läuft, dann wackelt das so. Hä? Okay, ich hätte hier auch einfach gehen können. So ist's recht. So, dann reden wir mal mit dem Typen. Ob der uns was zu erzählen hat. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Ha ha ha.